Hallo zusammen und so recht herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Ländle TV der Tag. Heute mit diesen Themen. Eine Straßenumfrage zum Thema Bildung. Im Studio zu Gast Thomas Übelherr von den Skiliften Wart. Und die aktuellsten News, der Sport und das Wetter. Die Arge Erwachsenenbildung Vorarlberg feierte kürzlich ihr 40-jähriges Jubiläum und zu diesem Thema gab es eine Straßenumfrage zum Thema Bildung und wir haben hier die besten Ausschnitte für Sie. Wie heißt es so schön? Wissen ist Macht und Bildung ist der Weg dorthin. Egal ob zu Beginn des Lebens mit der schulischen Ausbildung oder während der Laufbahn mit gezielter Weiterbildung, die eigene Einstellung ist hier aber Grundvoraussetzung. Wie wichtig ist Bildung im Allgemeinen? Bildung ist sehr wichtig, weil ohne Bildung kommt man nicht weiter im Leben. Ja, schon wegen der Arbeitsplätze. Ich denke mir, dass jeder geben muss, was er kann, dass er gescheit einen Arbeitsplatz kriegt. Ich finde, Bildung ist sehr wichtig. Ich bin selber Mittelschullehrerin und ich denke, Bildung ist das, was es ausmacht. Ohne Bildung komme ich nicht weiter. Egal in welchen Lebensbereichen. Wie hat sich die Ausbildung für Sie ausgewirkt? Also ich bin Kindergärtnerin, habe immer laufend Fortbildungen gehabt, habe derzeit aber komplett einen anderen Weg eingeschlagen. Und zwar bin ich im Vertrieb tätig von Reinigungs- und Wellnessprodukten und möchte mich dort so weiterbilden, dass ich meine Karriereziele einfach erreiche. Ich lerne heute noch, jeden Tag. Und wenn ich einen treffe, der mehr weiß wie ich, und da kenne ich einige Leute, muss ich sagen, muss Hut ab. Ich zehre dann, weißt du? Ich genieße es. Ich muss sagen, dass meine Ausbildung damals in Jugoslawien war sehr gut. Mit vielen Vorteilen, was ich hier in Österreich nachher davon gehabt habe. Wie wichtig ist Weiterbildung? Man soll sich schon weiterbilden, wenn man die Möglichkeiten hat. Soll man sich auf jeden Fall auf alle Fälle weiterbilden. Ich glaube schon, dass ich den Vorhand zu mir weiterbilde. Es sind ja dauernde Änderungen, du musst dauernd auf dem Laufenden bleiben. Sonst bist du weg vom Fenster, spalt aus. Was sollte man beim Thema Bildung verbessern? Kann man sicher, aber spontan fällt mir jetzt da kein Verbesserungsvorschlag jetzt mal ein. Gut, sein allgemein ist schon in Ordnung, was man heute macht. Das sage ich schon, ja. Definitiv. Also man sollte was ändern, man sollte auch... Man kann auch was ändern, es ist grundlegend, läuft vieles falsch. Es ist einfach, Gesellschaft hat sich in eine Richtung verändert, wo unser Bildungssystem einfach nicht mehr richtig ansetzt, wo viele Eltern sind berufstätig, die brauchen Möglichkeit, ihre Kinder einfach ganztägig betreut zu haben. Das bietet unser Bildungssystem leider nicht. Es wird wahnsinnig viel auf die Schule abgewälzt, was nicht in die Schule hineingehört. Und ich denke, dass da sehr wohl eine Veränderung möglich ist, aber auch sehr dringend nötig ist. Die komplette Straßenumfrage sehen Sie bei uns im Ländle TV Wochenmagazin. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellsten News. Und im Anschluss unterhält sich mein Kollege Marc Gechter hier im Studio mit Thomas Übelherr von den Skiliften Wart. Polizei zerschlägt Drogenring. Vorarlbergs Polizei hat insgesamt 8 Personen festgenommen, welche im großen Stil mit Amphetaminen gehandelt hat. Auf die Spur des Dealerings kamen die Ermittler durch Informationen aus dem Milieu. Ein in Blut ins lebendes Paar konnte ausfindig gemacht werden und dadurch auch weitere Beteiligte. Sie versorgten einen großen Abnehmerkreis, vor allem im Raum Bludenz. Die beschlagnahmten Drogen haben einen Straßenwert von rund 84.000 Euro, so das Landeskriminalamt. 4 der 8 Personen sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Vorarlberger Vermögensberater verurteilt wegen Veruntreuung und gewerbsmäßigen schweren Betrugs von insgesamt 2,9 Millionen Euro ist ein 57-jähriger Vorarlberger am Landesgericht Innsbruck zu 5,5 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll zwischen 2004 und 2011 mit gefälschten Verkaufsaufträgen seiner Kunden in 30 Fällen Banken zu Überweisungen auf sein eigenes Konto gebracht haben. Aufgeflogen waren die Betrügereien, als ein Kunde versuchte, Geld von seinem Wertpapierfonds zu beheben und keine Wertpapiere mehr eingelegt waren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Und Sportservice neu. Für die neue Sportlandesrätin Bernadette Mendel muss die Causa Sportservice so schnell als möglich aufgearbeitet werden. Es gelte, den Sportservice zum Wohle des Vorarlberger Sports, der Vereine und der vielen engagierten Funktionäre neu aufzustellen, so Mendel. Ja, bei uns geht's weiter mit dem nächsten Studiogast. Bei uns zu Gast Thomas Übelherr von den Skiliften Wart. Servus Thomas. Hallo Marc. Thomas, die nächste Skisaison steht bevor. Wie sieht's denn aus mit den Vorbereitungen bei euch? Ja, unser Team hat über den Sommer die umfangreichen Service- und Wartungsarbeiten am Fuhrpark, an den Anlagen wie im Gelände durchgeführt.
Derzeit stehen die finalen Saisonvorbereitungsarbeiten auf dem Programm und wir sind somit bestens gerüstet für den Saisonstart am 7. Dezember. Saisonstart also in greifbarer Nähe. Wie sehr blickt man nach oben? Ja, in diesen Tagen blicken wir natürlich ab und zu nach oben. Wir schauen, was das Wetter macht, aber wir vertrauen ganz auf Frau Holle, dass sie uns reichlich Schnee zum Saisonstart schicken wird. Das Saisonopening bei euch, immer eine große Geschichte. Der Startschuss in die Wintersaison fällt bei uns mit dem großen Radio 7 Ski-Opening vom 7. bis zum 9. Dezember. Wir nehmen den täglichen Skibetrieb am 7. Dezember auf. Am Samstag, den 8. Dezember, steht neben Skifahren die große Après-Ski-Party bei der Skihütte Steffisalp auf dem Programm, bevor dann am Abend ab 21 Uhr Marquez, die deutsche Popband, in der Party-Location in der Tiefgarage des Sporthotels Steffisalp für entsprechende Party-Action sorgt. Viel los also zum Saison-Opening bei euch in Waadt, aber auch für die Saison ist einiges geplant. Ja, richtig. Ab Dezember bieten wir gleich zwei neue Pistenerlebnisse an. Auf der ersten Ski-Movie-Strecke Vorarlbergs wird jeder zum Raystar. Der eigene Riesentorlauf wird gefilmt und in einem Action-Sport-Video festgehalten, welches dann am Abend auf waadtschrücken.at zum Download bereitsteht. Aber es gibt noch mehr. Mit der ersten Fanslob Westösterreichs bieten wir unseren Gästen zusätzlichen Spaß zum üblichen Pisten-Skifahren. Es geht auf zwei Lines über Steilkurven, Boxen, Wellen hinein in die Schnecke und somit bieten wir ein einmaliges Erlebnis für Groß und für Klein, für Jung und für Alt. Viel Spaß also auf der Piste und auch bei den Restaurants kommen die Gäste nicht zu kurz. Ja, richtig. Unsere Hütten und Restaurants im Skigebiet bieten natürlich jede Menge Party abseits der Piste. Es ist somit auch hier für jeden etwas dabei, damit der Skitag gemütlich ausklingen kann. Und wenn jemand noch die Möglichkeit sucht, abseits der Pisten zu fahren, ist in Waadt ebenfalls richtig aufgehoben. Die Sicherheit steht an oberster Stelle bei euch. Ja, richtig. Wir engagieren uns seit einigen Jahren gemeinsam mit der SAAC für die Sicherheit unserer Freerider und bieten hier ausgesuchte Camps für die Freerider an. Es geht darum, über die Gefahren abseits des gesicherten Skiraums zu informieren und den Gästen hier das nötige Setup mitzugeben. Dann sagen wir vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns, Thomas. Eine unfallfreie und hoffentlich erfolgreiche Saison für euch in Waadt. Dankeschön. Danke an Thomas Übelher und bei uns geht's weiter mit aktuellen Sportnews. Achtelfinale im österreichischen Handballcup. Im Einsatz ist auch Bregenz. Lukas Meier und Co. müssen bei der HSG Graz antreten. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Zwei Vorarlbergerinnen sind unterdessen mit dem Handballnationalteam unterwegs. Martina Gorizanec und Beate Schäfknecht bestreiten ab Donnerstag die WM-Vorqualifikation in den Niederlanden. Neben dem Gastgeberland geht es auch noch gegen Slowenien und Israel. Erfolgserlebnis für VU Feldkirch-Crack Juri Dolinček. Der 22-jährige Center wurde in das slowenische Eishockey-Nationalteam einberufen und nimmt an der Euro-Eishockey-Challenge in Frankreich teil. Und der Erfolgsrun des österreichischen Rollhockey-Nationalteams bei der BWM in Uruguay geht weiter. Im dritten und letzten Gruppenspiel konnte Holland mit 2:0 besiegt werden. Im Viertelfinale wartet nun Ägypten. So viel aus der Welt des Sports und die Schlagzeilen von morgen aus den Vorarlberger Nachrichten, die gibt's jetzt für Sie. Wie geht es mit Vorarlbergs Landwirtschaft weiter? Beim VN-Stammtisch morgen um 19 Uhr wird über Hühnerdung und Gärkäse genauso diskutiert wie über die Zukunft der Landwirtschaft in Vorarlberg. Polizei gelingt größter Schlag gegen Speed-Szene. Händler sollen 20 Kilo im Wert von 400.000 Euro nach Vorarlberg geschmuggelt haben. Und Vorarlberger Vermögensberater hat 2,9 Millionen Euro veruntreut und muss jetzt 5,5 Jahre hinter Gitter. Das lesen Sie morgen also in den Vorarlberger Nachrichten und bei uns war es das schon wieder mit der heutigen Ausgabe von LändeTV der Tag. Es gibt jetzt noch das Wetter und ich darf mich verabschieden. Tschüss! Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Hämmerle Bar, demnächst in Dornbirn. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad, der Wind weht mit 5 km/h aus Ost-Nordosten. Morgen Donnerstag wird es zunehmend winterlich, Ganztag bleibt es trüb durch mehrschichtige Bewölkung. Der Schneeregen im Rheintal geht bereits am Vormittag in Schneefall über, sodass in den Niederungen bis zum Nachmittag durchaus ca. 10 cm Neuschnee liegen bleiben können. In höheren Lagen ist deutlich mehr zu erwarten. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 4 und 0 Grad, die Höchstwerte 1 bis 6 Grad. Am Freitag bleibt es winterlich, besonders auf den Bergen sind noch ein paar sporadische Schneeschauer dabei. Über den breiten Tälern lockern die Wolken aber tagsüber auf. Die Tiefstwerte minus 7 bis minus 3 Grad, die Höchstwerte liegen zwischen minus 3 und 1 Grad. Auch am Samstag bleiben die Temperaturen winterlich, die Sonne kommt aber schon öfters durch und am Sonntag gibt es dann leichten Schneefall bei Temperaturen von minus 7 bis minus 1 Grad.